Hallo zusammen, ich wünsche euch zunächst mal ein so angenehmes Wochenende, wie es unter den gegebenen Umständen eben möglich ist, zu Hause zu bleiben, Skat zu spielen, Online-Skat vermutlich. Erscheint ja zunächst mal nicht wie die dümmste Möglichkeit, sich hier die Zeit zu vertreiben. Von daher auch mein Hinweis, habe ich mir gedacht, heute 21:30 Uhr mache ich mal wieder SenseGuard Livestream, also seid gerne dabei. Eine der wenigen Großveranstaltungen, die wir dann wirklich bedenkenlos durchführen können. Ja, ihr hört es, ich bin selbst auch ein wenig verschnupft, aber denke, das ist nur eine saisonale Erkältung, wollen wir es hoffen. Und nachher würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Heute habe ich eine Partie mitgebracht aus dem Strategietrainer. Eine der ersten Übungen, der Weg über die Dörfer, also gar nicht mal super hochtrabend kompliziert, eher was für Einsteiger. Trotzdem ist das die Partie, zu der ich die meisten Rückfragen bekomme. Ja, zunächst mal, wir sitzen in Vorhand, wir haben eine Riesenkarte, sechsmal Kreuz von oben, Kreuz und Karo Bube. Erstes Ziel dieser Übung ist es jetzt sicher zu erkennen, dass da mehr geht als der Achttrümpfer Kreuz, dass auch dieser Grang ausgezeichnete Gewinnchancen hat. Und für diesen Grang sollten jetzt allerdings alle Augen in den Keller gehen, die wir überhaben, also diese 13 Augen, denn das ist ein typischer Grang, bei dem, wenn eben die Buben in einer Hand sitzen, wir ja nur drei Stiche abgeben. Und wenn wir nur drei Stiche abgeben, dann wollen wir so wenig eigene Augen wie möglich mitbringen. Ansonsten kann das eine Bild, was wir in der Hand behalten, schon am Ende mal über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und die Herz 10 muss ja sowieso in den Bunker. Gut, wir starten zum Grang natürlich mit Bubenzug. Obwohl ich auch zu diesem Zug jetzt hier schon Kritik gehört habe. Ein Spieler hat sowas geschrieben wie: Die App habe ich sofort deinstalliert, das ist ja unmöglich. Stellt man sich mal vor, jetzt wird hier der Kreuz König abgeworfen, auf Kreuz Ass wird gestochen und Karo Ass gewimmelt, 24, dann in Pik 21 auf 45 und in Herz Ass und König 60, so kann man es doch nicht spielen. Ja, es ist ja auch kein Grang, der unverlierbar ist. Und diese Möglichkeit gibt es tatsächlich, aber die ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann müssten die Jungs erstmal zusammenstehen. Die Jungs müssten sicher typischerweise hier auf dieser Seite zusammenstehen. Damit sind wir schon so bei einer 25% Chance nur noch. Dann müssen Pik Ass 10 auseinanderstehen, Herz Ass König auseinanderstehen. Dann sind wir schon nur noch so bei 6%. Und dann muss der Spieler hier auch noch das Karo Ass führen und dieses Ass treffen bei den anderen Vollen. Also die Chance, diesen Grang deswegen zu verlieren, die halte ich doch für sehr gering, irgendwo vielleicht bei 2-3%, wenn überhaupt. Also Kreuz Bube, denke ich, ist der beste Start. Denn wenn man jetzt eben den Buben nicht zieht, um den Abwurf Kreuz König zu verhindern, dann kann man das Spiel plötzlich anders verlieren, weil man plötzlich vier Stiche abgibt, wenn hinten noch ein anderer Bube übersticht. So, also, wir starten mit dem Buben. Bup, bup, es fällt nur ein Bube und das ist für uns natürlich jetzt das Zeichen, über die Dörfer zu gehen, unsere Kreuzbatterie und Stärke auszuspielen. Kreuz Ass. In der vorliegenden Verteilung wird erstmal der König bedient und da fällt Karo Lusche. Und jetzt kommt eigentlich der Moment, wo ich die meisten Rückfragen zu habe und deswegen jetzt eben nochmal die Erklärung. Kreuz Dame wollen jetzt viele spielen oder hier eine der Kreuz Luschen. Und das unterbinde ich im Strategietrainer. Da heißt es: Nein, jetzt sofort bitte die Kreuz 10 raus. Und das sieht der eine oder andere ja erstmal nicht ein und fragt ja, was soll denn das? Warum jetzt nicht erstmal die Kreuz Dame? Und das ist eben so ein typischer Anfängerfehler, wäre das. Denn wenn wir eben jetzt mal rechnen, das Spiel ist noch nicht hundertprozentig gewonnen. Es kann theoretisch noch verloren werden, aber aktuell tatsächlich nur noch dann, wenn sechs volle fallen, also auf Kreuz 10 gestochen wird und etwa Karo Ass rein, 23, Pik Ass und 10, 44 und wenn dann auf Herz Ass Lusche tatsächlich auch noch die Karo 10 reingeht, der letzte volle, denn Herz 10 ist ja gedrückt, der kann da nicht reingehen. Und diese Gefahr, die ist natürlich dann am größten, wenn wir jetzt den Mitspielern erst nochmal erlauben, dass sie links und rechts ihre Luschen abwerfen. Eine Herzlusche ist ja schon gefallen, aber da wollen wir natürlich nicht freiwillig unsere Chancen noch minimieren oder die der Gegner maximieren, indem wir ihnen diese günstigen Abwürfe erlauben. Die Karte ist nämlich sowieso verraten, das ist ja klar. Der Spieler hier mit den Buben, der wird auf jeden Fall auf Kreuz 10 warten, wenn es kein blutiger Anfänger ist. Und dann ist es aus meiner Sicht immer ratsam, sofort für klare Verhältnisse zu sorgen. Also die Kreuz 10 raus, denn jetzt müssen die Gegner sofort stechen, um das Maximum zu holen. 23. Ja, und so läuft es dann auch in der App.
Die Verteilung ist so, dass zwar zunächst nochmal Pik Ass 10 fällt, so 23, 33, 44, aber jetzt fällt eben nicht auch noch Herz Ass mit Karo 10 Wimmlung. Das wäre auch ein bisschen zu ja, viel des Guten oder eine zu unwahrscheinliche Verteilung. Jetzt fällt eben ganz normal noch Herz Bild, Herz König hätte es auch sein können. In der Verteilung ist es nur Herz Dame, Herz Dame, Herz Ass, Herz Lusche auf 58. Also ein knapper Sieg, aber trotz alledem meistens wird das Spiel gewonnen, zu sicher 98% aufwärts, also knapp. Aber trotzdem ungefährdet, einfach präzise durchgerechnet, auf diesem Weg leicht zu gewinnen. Ja, und eben vorher hier noch diese Luschen rumzuzupfen, das ist so ähnlich, wie als ob ihr die letzten Trümpfe runterzieht, wenn gar kein Trumpf mehr draußen ist. Ihr müsst beim Skat am Ende ja sowieso alle eure Karten auf den Tisch legen. Also meistens lässt sich eine Schwäche nicht verstecken und typischerweise ist es eben die beste Idee, so schnell wie möglich damit rauszurücken und eben den Gegnern keine extra Möglichkeiten auch der Informationsbeschaffung oder der Abwürfe zu erlauben. Ja, ich bin eben heute selbst auch gar nicht so gut drauf, deswegen hier mal so ein kleines Ding für zwischendrin. Hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Hoffe, ihr seid heute Abend um 21:30 Uhr dabei. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.